Hallo und herzlich willkommen Xbox Dynasty, ich bin der Muffel und in diesem Video möchten wir euch den neuen dynamischen Hintergrund präsentieren. Um diesen auszuwählen, geht ihr einfach in die Einstellungen im Bereich Allgemein auf Personalisierung. Dann wechselt ihr auf meinen Hintergrund, geht auf die dynamischen Hintergründe und hier hinten ist er, Motive. Diesen wählen wir jetzt einmal aus. Wir springen einmal zurück hier hin und voilà, er ist aktiv. Natürlich könnt ihr hier auch die Farbe anpassen. Dazu gehen wir wieder auf meine Farbe. Und jetzt würde ich doch mal sagen, nehmen wir mal einen Orangeton. Wir klicken auf OK. Übernommen, zurück. Et voilà. Hier haben wir den neuen dynamischen Hintergrund. Und damit ihr den noch einmal in voller Pracht sehen könnt, zeigen wir euch das Ganze einmal in Vollbild mit meiner gerade ausgewählten Farbkombination. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Den Daumen nach oben nicht vergessen, das Abo dalassen und ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Denn so stellt ihr sicher, dass ihr kein Video von uns verpasst. Ich bin raus. Bis dahin, euer Muffel.